FC 08 Villingen gegen FC Holzhausen, das Nachholspiel des dritten Spieltags. Alle hatten Lust auf dieses Spiel, auf dieses Derby vor toller Kulisse. 2150 Zuschauer waren da. Direkt in der ersten Minute dieser Fehler in der 08-Defensive. Im Anschluss bekommen sie auch den Ball da nicht mehr richtig geklärt und Holzhausen nutzt das. Was für ein Traumtor. 1:0. Die frühe Führung für den Aufsteiger aus Holzhausen. Überragend gestartet in diese Oberligasaison. Für den 08 ein denkbar schlechter Start in diese Partie. Minute 6. Chipball in die Mitte und gefährliche Abschlusschance für Pascal Schoch. In der Minute 8 dann der erste Abschluss für den FC 08 Villingen. Per Freistoß melden sich die Schwarz-Weißen an hier in dieser Partie. Doch weiterhin ist der FC Holzhausen sehr gut dabei. Hier kann sich Dennis Klose im Tor auszeichnen. Erneut Pascal Schoch mit einer Abschlussgelegenheit für den Gast. Dann gehen wir in die 19. Spielminute. FC Holzhausen in der eigenen Hälfte, dann allerdings dieser Fehler im Aufbauspiel unter Druck gesetzt vom guten FC 08 Villingen. Leon Albrecht spielt in die Mitte und Niko Tadic zum zweiten Mal in Folge in der Startelf. Die Startelf unverändert zum 4:0 Heimsieg gegen Backnang. 1:1 der Ausgleich. Es war eine super Partie, sehr, sehr viel Intensität drin, sehr viel Kampfgeist drin und Leon Albrecht, sehr, sehr flink, holt hier den Ball, gewinnt ihn, legt in die Mitte und Diakite verpasst den Doppelschlag, nicht das 2:1 für Villingen. Dann die Minute 31, Kopfball und Klose mit einer super Parade gegen den Angreifer hier in dieser Szene des FC Holzhausen. 39. Minute, Holzhausen bleibt weiter voll drin in der Partie. Es war ein Hin und Her, viele Torchancen, viele Abschlüsse. Hier bekommt der FC 08 Villingen nicht den Freistoß und Holzhausen, Torjäger Jannik Michel kommt zu diesem Abschluss. Er hat bislang 10-mal getroffen in der Oberliga Baden-Württemberg. Der Torjäger vom Dienst bei Holzhausen. Dann wieder gefährlich in der 43. Minute und wieder ist es Leon Albrecht. Dann geht er hier zu Boden. Der 08 fordert sichtlich erbost hier den Elfmeter, bekommt ihn allerdings nicht. Minute 44, der ebenfalls starke Ergi Alihoksa hier mal aus der Distanz. Es bleibt zur Pause beim 1:1. Dann Unordnung und völlig freistehend. Jannik Michel, das darf nicht passieren. Das nutzt der Torjäger sofort aus. Holzhausen in der zweiten Hälfte dann in Führung. Minute 64, Dennis Klose verhindert das 1:3. Denn der nächste Abschluss von Holzhausen insgesamt war Spielabschnitt 2 aber deutlich ruhiger als die ersten 45 Minuten, weniger Torabschlüsse, sehr intensiv, sehr hochklassig waren die ersten 45 Minuten. Super Bewegung, super Drehung dann von Ergi Alihoksa. Er spielt den Mitspieler an, Diakite nimmt es alleine, sollte hier vielleicht den Nachschuss dem Kollegen überlassen. Doch sein Nachschuss geht dann über den Kasten. Der FC 08 Villingen wollte hier unbedingt noch den einen Punkt im Friedengrund behalten. Und in Minute 81 ist es dann auch soweit. Ergi Alihoksa krönt sich für seine Superleistung mit diesem Pass und der ebenfalls starke Diakite setzt den Ball in die Maschen. 2:2 Ausgleich. Auch er belohnt sich für eine starke Partie. Er war sehr, sehr schwer gefordert hier alleine im Sturmzentrum gegen Holzhausen, hat es aber gut gemacht, immer wieder den Ball abgeschirmt und sich dann für eine gute Leistung auch mit diesem Treffer belohnt. Schwierige Partie für Diakite. Und dann würde es auch noch ruppig im Derby. Mokhtar Boulashab fällt mit dieser Tätigkeit mit Rot vom Platz, wird sicher mehr als eine Partie aussetzen müssen. 2:2 unentschieden am Ende. Neben vielen sportlichen Highlights also auch noch diese Szene. Doch vor einer tollen Kulisse stand vor allem fußballerische Qualität im Vordergrund.